du, mein kleiner... Riech an meinem Finger. Meine Damen und Herren, macht euch bereit für den Tee-Party-Simulator 2014. Nach den vielen Horrorspielstunden ist es natürlich wichtig, sich auch mal wieder zu entspannen und sich etwas zu gönnen. Und ich denke, zur Entspannung ist kaum etwas besser geeignet als eine kleine Tee-Party. Ich bin so aufgeregt wie hier. Male or female? Das ist ja auch völlig klar, ich bin ein Mädchen. Oh, so ein Klischee, jetzt sind auch noch meine Fingernägel lackiert. Teddy, reich mir doch mal bitte die Teekanne. Jetzt sitzt er nicht einfach so rum, hilf mir verdammt nochmal. Ein Keks. Jetzt lass den Teller los und nimm dir den Keks verdammt nochmal. Super Leistung, jetzt habe ich alles außer den Keks aufgehoben. So, das legen wir mal dahin. Ich esse lieber direkt vom Tisch, wie eine richtige Lady. Drop that cookie. Messer. Das Messer. Ja, streichel ein bisschen den Tisch. Ja, du bist ein netter Tisch. Ja, du bist ein guter Tisch. Warst mir mein treuer Freund. Ich streichel dich. Scheiße, nochmal. Knife you. Ah, geil. Okay, ich hab das Messer. Graziös die Klinge zum Kuchen führen. Und... Ah, awesome. Oh, ich bin so... Teddy, magst du eher ein größeres Stück oder hast du eher einen Kleinhunger? Ich glaube, du hast eher einen Kleinhunger, ne? Wir sind ja beide auf Diät, deswegen... Ich mach dir so ein kleines Stück nur. Teddy! Was sitzt du denn da so gelangweilt rum? Du kannst schon lange anfangen. Und jetzt serviere ich den Tee. Meine... Ja, Baby. Und jetzt vorsichtig den Tee eingießen. What the fuck? Okay. So mache ich den Deckel auch immer ab. Ich nehme immer die Teekanne und dann kippe ich das um, bis der Deckel abfällt. Irgendwie komisch, dass ihr nicht auf die Idee kommt, die zweite Hand auch zu benutzen, aber ist ja nicht mein Problem. Komm, wo bleibt der Tee? Ich will, was in dir drin ist. Jetzt komm schon raus. Zeig dich gefällt. Ich sag gar kein Tee drin. Doch, jetzt hat. Tee. Ja. Habe ich da Eiswürfel reingefüllt? Teddy, du kriegst natürlich auch noch ein bisschen was. Jetzt schieb doch mal deine Tasse ein bisschen zu mir hin. Das ist total umständlich, was du hier machst. Lass mich ein bisschen ins Gesicht schütten. Stop, das ist instant. That's instant. Wieso kann mein Teddy reden? Oder will ich... Ey, ich hab +3 irgendwie oben bekommen. Soll ich ihn streicheln? You buffen. Ja, was fällt dir ein, du... Oh, ich kann... Okay. Ich habe mir gerade mein Schultergelenk echt aber 5-mal ausgekugelt. Teddy, willst du noch ein bisschen Tee oder hast du genug? Ja, du hast genug für heute. So, du bist ein braver Teddy. Ganz braver. Ja, komm, lass dich ein bisschen... eine kleine Rückenmassage. Teddy. Teddy, was ist mit deinem Hals los? Da sitzt aber auch so da so... Sie hat mich berührt. Was zum... Teddy, was ist los mit dir? Teddy. Oh my goodness, you are quite terrible at this, aren't you? Nein, Teddy, bleib einfach ganz ruhig. Ich regel das schon. Ich möchte diesen Steampunk-Hut haben. Yes. Ah, so talentiert. Oh, yeah. Oh. Daddy! Tea Party aborted. At least no one died, as far as I know. Wieso hat eigentlich Teddy keinen Teller? Ich finde das irgendwie ungerecht und diskriminierend sämtlichen Plüschtieren gegenüber. Du kriegst meinen hier. Oh, perfekt! Are you drunk or something? Nein, noch nicht. Der Tee ist noch in der Kanne, mein Freund. Und diesmal mache ich das auch schön. Ganz liebevoll und... In your face, bitch! Ich könnte mal versuchen, das Ganze mit einem Löffel zu schneiden. So mache ich das nämlich auch in Real Life immer. Wenn ich mir ein Brot schmier oder was auch immer, ich nehme dafür immer einen Löffel. Ich verstehe gar nicht, wie man das mit einem Messer machen kann. Okay, oh. Oh, scheiße, oh mein Gott, ich habe unser Essen ruiniert. Das tut mir so leid, mein Liebling. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich muss irgendwie... Ich muss das wieder hinbekommen. Keine Sorge, Teddy, unser Essen ist noch nicht ruiniert. Keine Sorge, ich bekomme das hin. Vertrau mir. Na toll! Ich mach schon wieder... liegt ein verdammter Fisch auf der Bank rum. Vielleicht kann ich den da einmal eintunken, dann bekommt das Ganze noch ein Meeresküstenaroma. Nee, okay, das geht nicht. Ah nein, ich verschütte den ganzen Tee. Nein, 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 der Tee. Der Tee, der Tee, der Tee, der schön... Der schöne Tee. Die Kanne ist ein bisschen merkwürdig. Irgendwie sind meine Finger drin gelandet. Wow, oh, ein paar Tricks machen. Barkeeper-Tricks, ein bisschen shaken das Ganze und jetzt schmeckt das Ganze noch viel geiler. Oh, scheiße, ich krieg's nicht mehr richtig gedreht. Jetzt... Ja, so kann ich mitarbeiten. Sehr gut. Und jetzt bitte einmal... Ah, der Kuchen ist weg. Oh, scheiße, der Tee ist leer. Der größte Teil liegt auf dem Tisch. Naja, das muss jetzt eben so... Jetzt, ich hab's auch schon losgelassen. Lass meine Hand los. Die Teekanne frisst meine Hand. Jetzt...
verdammt nochmal, ich... Jetzt hat... Ah, eine Radieschen. Eine Radieschen. Boah, das, dieses Deutsch ist wirklich bemerkenswert. Oh, scheiße, mein Ellenbogen vernichtet wieder ganze Städte. Soll ich das da so reinlegen vielleicht? Das gibt der Ganze noch einen gewissen Kick. Dann würde ich mal sagen, nehme ich mir jetzt hier wieder das Messer. Und, ah, ein bisschen gebuffen. Was heißt das? Oh nein! Was passiert? What the fuck is happening? Der Tea Party Simulator Exe reagiert nicht mehr. Ja, da sieht man zwar wieder, meine Fähigkeiten als Tee-Party-Gastgeber waren so überragend, dass gleich mal das ganze Spiel abgestürzt ist. Teddy, du sagst einfach Stopp, wenn du genug hast. Ah, alles klar. Der Tee ist alle, ich würde sagen, das reicht, Teddy. Du bist einer. Teddy, du trinkst eindeutig zu viel. Jetzt ist die Kanne hier im Weg. Ich tu das mal schnell weg, tut mir leid. Tut mir leid. Teddy, bitte. Teddy, bitte, nimm mir das nicht übel. Ich bin auch nicht lange in diesem Geschäft. Später, ich kitzel dich ein bisschen. Erstmal den Hut wieder. Den Hut wieder, habe ich gesagt. Den Hut wieder! Also. Teddy? Ja, genau so trägt man einen Hut. Jetzt, komm ich an. Jetzt, du Verdammte. Die Musik hat schon was Beruhigendes, findet ihr nicht? Soll ich es runterstreicheln? Komm, geht runter von der Box. Geht runter von der Box, das kannst du doch nicht machen. Mal gucken, was da drin ist. Ich habe eins. Was ist das? Was zum Teufel soll das überhaupt darstellen? Und runter. Kann ich das nicht vierteln irgendwie? Ich würde dich gerne vierteln. Ich würde dich gerne vierteilen. Ah, aha, so bekomme ich den schönen Winkel hin. Oh, das ist ein schönes Stück. Oh. Was habe ich getan? Zugegeben, das gerade eben war ein bisschen merkwürdig, aber wir versuchen jetzt nochmal. Okay, dann lassen wir noch ein bisschen übrig für spätere Gäste, nicht wahr? Nicht wahr? Oh. Oh. Oh, what the fuck? Nein, was habe ich getan? Nein! Teddy! Scheiße. Hier, der Fisch will auch ein bisschen haben. Ich zeige euch jetzt eine professionellere Technik, die ihr auch im echten Leben verwenden könnt, um Götterspeise anzuschneiden. Und zwar geht ihr hier so seitlich ran und dann ist das gleich alles viel... Seht ihr? Nailed it! Was gibt's denn hier noch so in der Umgebung zu machen? Kann ich irgendwas mit der Pflanze hier anstellen zum Beispiel? Oh, Baby. Du weißt genau, was ich will. Oh. 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 Ich streich lieber ein bisschen meinen Fisch. Der einzige Mensch, der mich versteht. Ergibt Sinn, oder? Und Abflug! Da soll mal einer sagen, Fische können nicht fliegen. Komm, wieder hoch. Auf deinen Platz. Und dann... Ja. Neben dein... Ach, vergiss es. They see me rolling. Das sind alles minderwertige Stücke. Das habe ich alles zu grob gemacht. Das kann ich meinem lieben Teddy doch nicht hier geben. Ihr seid unwürdig. Oh. Oh, scheiße. Ich brauche einen neuen Teller. Warte mal kurz, Teddy. Das tut mir jetzt aber leid. Das war so nicht geplant. Früher habe ich das andauernd gemacht. Ich verstehe gar nicht, wieso ich so schlecht geworden bin. Ich meine... Hier und, Respekt, ich habe die Schichten getrennt. So kann ich das natürlich auch machen. Was ist passiert? Teddy? Ja, nein! Ah, nein! Nein, ich lass es! Das Gewicht hat meine Hand nach vorne gedrückt. Okay, dann gibt's eben nur ein kleines Stück für dich. Und dann noch ein größeres Stück dazu. Wie, du Buffoon, ich geb dir Kuchen! Du könntest zurück ein bisschen netter zu mir sein. Was ist denn aus uns geworden, Teddy? Wir haben uns auseinandergelebt. Du fasst mich überhaupt nicht mehr an. Wer ist mein kleiner, starker Mann? Wer ist mein kleiner, starker Mann? Genau. Du bist das. Du bist das. Teddy. Du bist das. Du, mein kleiner... Riech an meinem Finger. sieht doch ganz gut aus. Bilderbuchmäßig, was ich hier gerade veranstalte. Shit. You are drunk or something? So, wenn ich es jetzt noch schaffe, diesen Wackelpudding auf deinen Teller zu bekommen, dann... Und der Wackelpudding macht einen Abgang. Okay, ich habe den Wackelpudding.
Ja, der schwebt wie ein UFO. Was zum Teufel ist hier los? Okay, wenn ich jetzt noch... hier hin... ablegen. Ey, Teddy, wir haben's geschafft! High five! Boop. Ich hoffe, dass euch diese kleine Folge gefallen hat und dass ihr jetzt genauso entspannt seid wie ich. Ich sehe euch im nächsten Video. High five. Ah.